Oh, Alter, was geht ab, Leute? Und hier auf dem Weg zu meinem X-Ray. Es ist Montag, es ist Max on Monday. Den Max on Monday seht ihr oder habt ihr gestern gesehen. Und heute ist auch ein wenig stürmisch. Aber Wetter hat sich eigentlich gelegt. Vorhin war es echt extrem. Da hatte ich so gar keinen Bock auszugehen, aber jetzt geht's. Keine Ahnung, X-Ray machen wir auf jeden Fall und dann schauen wir mal, was so geht. Event läuft noch bis heute Abend. Shiny Riolo, unwahrscheinlich. Shiny Komalat, unwahrscheinlich. Shiny Hippopotas. Ist möglich. Vielleicht setze ich mich hier ein paar Runden in den Shiny Bus und gönne mir vielleicht einen, wenn das klappt. Ansonsten habe ich heute gar nicht so viel vor. Euch viel Glück, viel Erfolg bei euren X-Rays. Und ihr wisst Bescheid, falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt ein Like, einen Kommentar, ein Abo und aktiviert die Glocke. X-Ray ist aber erst in 20 Minuten. Davor wird ja erstmal alles gelb gemacht, Alter. Arena-Punkte brauche ich noch. Das Gebiet muss noch auf Gold kommen. Tut mir leid, Chantalöwe. Ihr seid mich bald los. Drei Viertel ist ungefähr auf Gold, also nur noch ein Viertel und dann seht ihr mich nicht mehr so oft hier. So Leute, wir machen schnell einen Glückstausch. Moment. Nehmen wir uns hier. Was ist hier? Der hier, oder? Nochmal überprüfen. Ja. Ja, der? Okay. Genau, passt. Sonst wäre ich nicht hier. Und alles klar, passt. So, nach großem Hin und Her haben wir es in den Raid geschafft. Ja, es geht. 13 Leute oder 13 Accounts, besser gesagt. Es waren, glaube ich, mehr angemeldet, aber. Und ich kenne mehr Leute, die eine Einladung hatten, aber nicht kommen konnten. Entweder wegen Sturm oder einfach wegen der Zeit. Ist ja Montag 13 Uhr. Da kann nicht jeder Mensch. Immer noch ein Eintick. Aber trotzdem eine gute Menge. Und ja, sorry, ich habe wieder nicht auf mein Team geachtet. Wir haben ein bisschen gequatscht und sind rein rausgegangen und dies, das. Aber. Ich wollte sagen, aber ist in Ordnung, aber nee. Mewtwo wurde ja geone-shottet. Da ist gar nichts in Ordnung und. Soll ich mal ausweichen hier? Ah nee, hat die Attacke noch nicht gemacht. Ja, okay, jetzt ist wieder. Komm. Was wollen wir sehen? Ich hab's vergessen. Ich hab's komplett vergessen. 84, 83, 83. Außer das Wetterboost. Ne, 24, 21. Oh. Einer meiner schlechtesten überhaupt, Mann. Hat sich nicht gelohnt, hierher zu kommen. X-Ray vorbei. Ich wollte sagen, ich drehe jetzt ein paar Runden, aber ich komme hier gerade hoch und das Wetter ist einfach zu leiden. Das war's, glaube ich, von mir heute. Leute. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Views ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab, vergesst nicht, Pokémon ist serious business. Ich google mal ganz kurz was. Also erstmal, es war doch nicht das Ende. Wir haben noch eine Kleinigkeit, ein paar Sachen zum Abschluss. So. Ich hatte ja im Video gestern, vorgestern irgendwie was erwähnt bezüglich meiner Shiny Riolo-Jagd. Und auch den Artikel von Kollegen Noah von MeinMMO. Und als ich das Video dann drehen wollte, ich habe den Artikel abgecheckt, wollte den ins Video mit reinpacken. Und als ich dann wieder abchecken wollte fürs Video, war der Artikel nicht mehr da. Keine Ahnung, er hatte wahrscheinlich irgendwas ausgebessert, aber jetzt ist er wieder am Start. Und das gehen wir nochmal kurz durch und dann das Fazit vom Event. Und heute Abend neue Rampenlichtstunde Spoink. Ich bin am Start. Ja, dazu gleich noch. Also, im Schnitt braucht man für einen Shiny Riolo theoretisch 150 Euro. Das aber natürlich nur nicht garantiert dann, das ist halt der Durchschnitt. Ihr könnt auch Glück haben und es viel, viel früher bekommen. Ihr könnt auch Pech haben und ihr müsst bei weitem mehr brüten. Also, das ist einfach nur der Durchschnitt, circa. Und ja, wir haben den Durchschnitt nicht erreicht, wir haben das nicht bekommen. Was an sich nicht so schlimm ist, weil hätte ich mir eh irgendwann ertauscht oder... Irgendwann kommt eh noch ein anderes Event und dies, das, also ich weiß noch, wo Knospi neu rauskam und diese ganzen Sachen und die neu rauskamen und mittlerweile hat man eh in Massen von denen, also irgendwann hat man auch in Massen von Shiny Riolo, dies, das, also kein Stress, Leute, kein Stress. Shiny Komalat habe ich auch nicht bekommen, aber wie gesagt, der Kleine hat den, auch kein Stress, wird auch noch kommen. Manche spekulieren sogar immer noch auf den C-Day, weil
durch die Wahl, durch die Abstimmung, hat Niantic ja gezeigt, dass sie bereit sind, C-Days zu wiederholen oder C-Days zu machen von Pokémon, die bereits Shiny im Spiel sind, wie Mahalo und jetzt halt Dratini. Dementsprechend glauben Leute, ja, C-Day Kaumalat wird kommen und da wird jeder von uns ein Shiny bekommen, falls das so ist. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie euer Event so lief. Habt ihr ein Shiny Kaumalat bekommen oder Shiny Riolu? Und ja, Event war okay. Ich meine, war ein kurzes Event, ein langes Wochenende. Valentinstags-Event ist auch ein langes Wochenende und das übernächste ist auch ein langes Wochenende. Also lange Wochenende-Events will Niantic mal ausprobieren anscheinend und ist okay, kann man machen. Klar, jetzt das ganze Gebrüte und reingekärsche und ich habe nicht reingekärscht, ich hatte noch die Brutmaschinen über von den Weihnachtsboxen sozusagen als extra Nebenfaktor. Ich habe nicht mal alle Brutmaschinen verwendet, dementsprechend war das jetzt nicht so ein großes Problem für mich, aber ja, man merkt schon, dass Niantic, wie gesagt, wir haben schon viele Videos darüber gemacht, dass Niantic immer mehr Geld von uns will und dies, das immer, man muss immer mehr reincashen. Mal schauen, wie die Zukunft so wird und die anderen Events. Aber heute ist wieder ein Event am Start, die Rampenlichtstunde mit Spoil. Ich bin live, 18 bis 19 Uhr, weil die Rampenlichtstunde ist jetzt nicht so toll, Spoil ist nicht so toll und ihr seid wahrscheinlich eh nicht am Start, genau wie bei Onyx letzte Woche. Und Videomaterial technisch ist es natürlich auch nicht so stark, aber eine Stunde Livestream, wir streamen eh Dienstag immer. Ergibt sich eigentlich ganz gut, also würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut, 18 Uhr. Ich hoffe, ich bin am Start, wenn Wetter passt und so. Ist ja momentan starker Wind, aber bisher geht's, also ich gebe Bescheid, falls es doch nicht stattfindet, aber sollte. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.